Hallo und herzlich willkommen zu eurer Abendbotschaft heute am Montag, am Neumondabend. Und es kommt auch nachher noch ein schönes großes Orakel raus. Wir schauen jetzt einfach mal hinein, was bringt uns dieser Neumondabend heute noch so ein. Der Schöpfer, lustig, der kam vorhin auch, wenn ihr das große Orakel seht, die Reisen. Und die Wiedergeburt. Wir kommen zu diesem Transformationsthema, wir kommen in diese Kraft, in diese neue Ebene hinein, gemeinsam natürlich auch mit ihm, ja. Also hier tut sich jetzt etwas, hier kommt diese Bewegung auf, trotz dass wir Stillstand kriegen. Und das ist eine ganz wertvolle Info für diesen Neumondabend. Wie wird der Dienstag denn, liebe Karten? Mögt ihr mir die Wahrheit verraten? Selbstbeherrschung, Teilnahme und Intensität. Teilnahme auch Anteilnahme, also wirklich auch das Fügen zusammen zu einer Einheit, gemeinsam etwas erreichen, das sehr intensiv spüren. Vielleicht wirst du dich am Beginn des Tages ein bisschen zusammenreißen müssen, weil du vielleicht über irgendetwas aufregst, aber das schaffst du. Und wie sieht es für die einzelnen Zeichen aus? Beginnt mit dem Element Feuer, Widder, Löwe und Schütze. So, da sind also wirklich nochmal klare Gespräche im beruflichen Bereich da, die dir aber Sicherheit, Halt, Vertrauen und Stabilität geben. Für die Erdzeichen stehen Entscheidungen an, im Punkte der Häuslichkeit hier nochmal etwas zu verändern, etwas zu renovieren, ja, oder etwas zu machen. Also hier kommt also wirklich nochmal eine Umgestaltung, kann auch sein, dass ihr nur einfach dekoriert, ja, die Stiere, Jungfrauen und Steinböcke. Für das Element Luft, Zwillinge, Waage und Wassermann, hier wird ganz klar die Liebe in den Fokus gestellt, die schicksalhafte Liebe, die Anbindung, ganz stark, ganz tolle Herzgefühle, positive den Tag über. Und für das Wasserelement Krebs, Skorpion und Fische, absolutes Glück, Stabilität, Liebe mit dabei auf allen Ebenen. Und das ist doch schon mal wunderbar. Mucho, mucho amor.